Willkommen zurück zu Return to Mysterious Island 2. Oha, ja, wir sind wieder mal hier auf unserer Insel mit all unseren Aufgaben und Dingen, die es noch zu tun gibt. Und ja, ich war ja verzweifelt auf der Suche oder der Idee nach Kalk und hab dann nochmal in der alten Aufnahme gesehen, dass hier gesagt wurde ja, dass das Ding hier irgendwie aus Kalk besteht. Und da habe ich dann nochmal geguckt gehabt und dann habe ich das hier gefunden halt, diesen Bereich hier. Weil ich dachte, hier muss es ja dann irgendwie Kalk geben, wenn das Ding aus Kalk ist. Das ist ja schon so ein Hinweis wieder, anstatt da jetzt irgendwie nach Muscheln und Strand und das verwirrte mich. Ich glaube, dass das hier irgendwie, dass ich da meinen Kalk kriege. Ich weiß nur noch nicht, wo ich es herbekomme und ich werde das jetzt mal versuchen hier irgendwie, weiß ich nicht, abzuschlagen, abzukratzen. Kann ich mir das mit der Zange nehmen? Nein, kann ich natürlich nicht. Kann ich das abschaben mit was Spitzem? Wie kriege ich das Zeug ab? Wie? Da muss es ja irgendwas geben, sonst wäre das ja nicht da. Ne? Oder? Sehe ich das falsch? Ich glaube, dass da Kalk ist. Mit Wasser vielleicht erstmal ein bisschen anfeuchten. Nee, auch nicht. Dann haben wir hier... Wir haben unsere schmutzigen Beeren. Die sollten wir vielleicht mal waschen. Genau. Aber Wasser können wir uns ja eigentlich immer holen. Ja, pack die da ruhig mal rein. Dann die dann auch nochmal bitte. Genau. Weil dann können wir uns ja vielleicht so einen schönen Blaubeerkuchen machen. Hier aus Wasser, Mehl, Blaubeeren. Oh, die willst du da nicht zutun? Das verstehe ich jetzt nicht. Okay, zum Palmöl komme ich aber noch. Auch da habe ich eine Lösung. Aber jetzt will ich erstmal wissen, wie ich hier... Nee, das glaube ich auch nicht. Vielleicht muss der Jepp irgendwas oben machen, damit hier was rauskommt. Damit ich da meinen Kalk krieg. Und die köstlichen anderen Früchte willst du ja auch nicht hier zu tun, ne? Wir haben ja eigentlich ein paar leckere Früchte. Eigentlich haben wir ein paar leckere Früchte für eine Pastete oder einen Kuchen oder ich weiß auch nicht. Eine Fleischpastete könnten wir uns vielleicht auch machen. Das ist irgendwie auch eklig, wenn wir uns den toten Vogel schnappen und ja, daraus das machen. Ja, die Frage ist, wie kriege ich das denn da jetzt ab? Mensch, das... Wie, da mein Kalk. Wie denn? Können wir das einfach mal abkloppen hier? Hier können wir was zerkloppen, aber... Damit geht's nicht. Gibt es ein anderes Werkzeug, das ich mir nehmen kann? Kannst du das hier eigentlich mal aufstellen wieder? Wozu ist das eigentlich gut hier? Hier kann ich auch was rein? Kann ich das selber wieder zusammenbauen vielleicht? Ach, tatsächlich. Oh, oh. Der ist jetzt aber sehr lang. Der ist jetzt doch leicht gewaltig. 325 Fuß. Ich glaube, 340 oder so wollen wir, damit wir da diesen Eingang finden. Wenn der Jepp da jetzt hochgeht, kann der dann da an dem, daran springen? Er sieht es immerhin. Haben wir hier so ein riesen Ding gebaut. Was lässt sich hier tun? Das ist mir irgendwie ein Rätsel. Tatsächlich doch. Was ich hier machen kann. Einfach mal, kann ich da drin rumstochern? Vielleicht brauche ich dann jetzt wieder den längeren Stab. Aber dann würde er das sagen, ja, der ist gut, aber nicht lang genug. Oder so. Kann ich hier was anderes machen? Kann man da Wasser reinschütten, was ich jetzt leider nicht mehr habe? Ich nehme das mal eben. Nein. Och, du kannst es nicht kombinieren. Willst du mich veräppeln? Pack's doch einfach wieder zurück, wo du es her hast, Jepp. Wenn er hier auf den Baum klettern könnte. Nee, der Stock ist da. Nö, anscheinend soll er hier nicht rumklettern. Das doch, könnte doch alles Kalk jetzt hier sein. Ist alles schön hell und aber nee. Also der Vogel, der lebt noch, der bewegt sich. Was hat es denn hiermit auf sich?
Was willst du hier? Ist nichts zu tun. Nee, das, nee. Shit. Kannst du hier hochklettern? Naja, kann das auch anscheinend nur wieder nehmen. Und wenn wir da einen kürzeren reintun? Ja, dann ist der einfach kürzer. Nö. Ne? Wir wollen aber dann schon, also wenn, dann wollen wir hier schön einen langen Mast stehen haben. Für weiß ich auch nicht was. Darum halt. Dann können wir uns ja zumindest schon mal mit dem Jeb nochmal Wasser hier holen. Ach, das ist ja verschmutzt. Ja, ja. Ja, ja. Was ist hier mit der... Ja, ist doch, guck mal, das ist doch auch so weiß hier. Vielleicht sieht der Jeb hier aber was aus seinem Winkel, was Mina nicht sieht. Weil wir so auf unterer Ebene hier sind. Ist ja dann auch nochmal was anderes. Da oben, da soll aber auch irgendwas rauskommen und ich rall's nicht. Wird sie verbrannt? Ja, du hast dich verbrannt, mein Lieber. So ist das Leben. Da einfach an Sachen reinfasst, die nicht gut für dich sind. Nicht, dass ich das war. Ach ja, gut, dann... Und Schätzchen? Gehen wir mal wieder zusammen hier. Es ist ja ein Graus. Und dann tue ich jetzt etwas, was ich noch weiß, weil ich jetzt das mit dem Kalk gerade noch nicht checke. Ich will hier rüber. Denn ob ihr es glaubt oder nicht, hier hinten kann man das Palmöl gewinnen. Gewinnen. Und zwar hier oben in der Mühle. Das weiß ich, weil ich da mich erkundigt habe. Sonst wäre ich da ganz sicher nicht drauf gekommen. Nein, wäre ich nicht. Dass wir da jetzt hier unser Palmöl rauskriegen. Das ist natürlich grandios. Ich bin leider nicht selbst drauf gekommen. Aber was spielt das für eine Rolle, wenn wir jetzt das Zeug haben? So, wenn ich das... Jetzt kann ich auch das Wasser mal wieder zum Mehl tun. Genau. Kann ich das Palmöl dazu... Wunderbar. Kann ich jetzt nicht die Früchte? Warum geht denn das nicht, wenn ich jetzt hier einen lecker Kuchen machen will? Denn das ist ja alles... Genau das, was wir wollen. Inventar, Dokumente, Aufgaben. Dokumente. So, das ist die Aufgabe mit dem Kalk. Es war 6 von 7, muss ich mir mal merken. Für den Kuchenteil des Mehls muss angefeuchtet werden Honig und Ahornsirup. Ach so. Oder für die Fleischpastete, da kann man auch Palmöl nehmen. Für die Torten zuerst den Teig mischen, dann die Früchte hinzufügen. Ist ja alles eins eine. Also zwischen Kuchenteig, das Mehl muss angefeuchtet werden, Honig und Ahornsirup. Wir brauchen also jetzt Honig und Ahornsirup und haben... Jetzt bin ich verwirrt. Haben doch jetzt aber das da schon zugetan. Geht das dann trotzdem? Aber ich glaube trotzdem, dass wir jetzt hier die Süße fehlt. Das ist natürlich blöd. Wie kommen wir denn jetzt an den Honig? Ohne dass uns was passiert. Oder halt den Ahornsirup. Aber das war ja leer, ne? Hier an dem Baum da hinten. Wo war das überhaupt? Das war an dem Ahornbaum hier, ja. Ja, hier. Warum kannst du da eigentlich nichts mehr nehmen? Ist das alles weg? Oh, ich... Hätte ich das doch vorher gewusst, dann hätte ich da nicht alles draus getrunken. Das brauche ich nicht mehr. Kannst du da nicht was Neues mal reintun? Da ist doch derselbe Stock drinne. Kannst du da noch was retten? Das ist total blöd. Ja, da kommt nichts mehr. Der ist, als ob er leer gezapft wäre. Das ist so doof. Sonst hätte ich jetzt mein Ahornsirup. Das ist doch viel einfacher, als an die Bienen ranzukommen. Mein Gott, wie mache ich das denn mit den Bienen? Den Bienen. Ja, gut. Das mit dem Unterwasser weiß ich immer noch nicht so richtig, was ich da machen kann. Ich glaube, da wurde irgendwas gesagt mit... Den Drähten, Stacheldraht, Tülü und die Idee, dass... Ach so, daraus wird sich nur wieder eine Angel gebastelt. Das will ich nicht.
Der Tipp war ja, dass all die Sachen, die ich da unten finde, wahrscheinlich auch für unten gedacht sind fürs Boot. Aber ich meine, ich hatte da den Stacheldraht eigentlich schon ausprobiert. Also wir können das gerne nochmal machen. Ich weiß jetzt nur nicht genau. Nee, hier will ich gar nicht rüber. Ich muss jetzt erstmal nochmal ins Wasser dann. Hier. So, gehst du da. Mina. Geh da nochmal hin. Genau. Man hier irgendwie was noch rumzwirbeln kann. Aber das hatte, glaube ich, nicht geklappt. Nee, das hatte ich. Also das, die Drähte einfach so habe ich auf jeden Fall schon alle ausprobiert gehabt. Und hier gibt es irgendwie halt nichts zu tun. Oder ich habe es noch nicht entdeckt. Irgendeine Sache. Ich meine, wir haben hier den Hebel, aber ich denke, das kommt erst am Ende, wenn wir da was repariert haben. Und so bleibt es leider dabei, dass ich hier verzweifelt auch versuche, diese Klappe aufzumachen. Und die Drähte, die gehen auf jeden Fall irgendwie nicht. Die kann ich aber auch nicht... Ja, da soll dann eine Angel draus werden. Aber das will sie ja nicht. Wenn ich jetzt hier sage, Schwimmer und so, dann... Dann geht ja nicht, ne? Wo sind denn die Würmer? Ach, da. Ich sollte einen Schwimmer an der Schnur befestigen, bevor ich den Köder festmache. Ja, es ist ja alles nicht so einfach. So. Nein, sie stirbt. Scheiße. Ach, sie geht von alleine raus. Sie geht von alleine raus. Da muss ich mich ja gar nicht bemühen immer im richtigen Augenblick, weil das macht sie ja selber. Ja, das ist natürlich praktisch. Wir gehen mal nochmal rein. Dann können wir hier... Sie klemmt. ...fummeln, wie wir wollen eigentlich. Komm, mit deinem Stock. Etwas fehlt. Ja, aber was denn? Also wir haben zumindest schon mal den Hebel da dran. Ich weiß nicht, ob ich den irgendwie zurecht... Ja, jetzt habe ich das wieder gemacht. Auch nicht so schlau. Kordel. Nee, also da scheint irgendwas... Ich weiß nicht, was man da machen kann. Das, ich lasse es jetzt erstmal. Weil ich muss mich auch noch um die anderen Sachen kümmern und das dann arbeite ich hier wieder so kreuz und quer und das ist, glaube ich, nicht so toll. Da müssen wir helfen. Das ist doch das Schwierige. Ich bin wirklich nicht begeistert von der Idee, über geschmolzener Lava einen Seiltanz zu machen. Das ist ja was für Jeb. Oh, der Jeb, den sollten wir vielleicht nochmal holen. Der Jeppi, wo bist du? Komm mit. So, ich meine, immerhin haben wir unser Palmöl. Jetzt müssen wir noch irgendwie an die Bienen kommen. Das ist natürlich Schitte, weil ich überhaupt nicht weiß, wie. Und da muss ich doch irgendwie an den Kalk kommen. Das macht mich total fuchsig. Hier, dass ich hier in meinen Kalk nicht komme. Ist hier noch irgendwas? Nee. Geht so ein Ast rüber, da kann er aber nicht irgendwie jetzt hier lustig... rumspringen, oder? Nee, du sollst... Lass den da ruhig mal... Ich weiß zwar nicht, wozu das gut sein soll, aber... Lass den da ruhig mal stecken, ne? Man weiß ja nie. Irgendwie. So. Kalk. Leute. Liebe Leute. Ich will meinen Kalk. Irgendwas noch nicht ausprobiert. Oder muss irgendwas hier oben reingeschmissen werden? Aber was? Ich verstehe das Konstrukt hier ja auch nicht. Also das mit diesem Brennofen-Ding hier, der ja auch aus Kalk ist. Der qualmt hier und gibt natürlich schön Signale. Hallo, wir sind hier. Aber irgendwas muss man hier machen können. Oder man muss hier was nehmen können am Ende. Und da muss tatsächlich oben was reingeworfen werden oder benutzt werden. Und irgendwas können wir auch noch brennen. Apropos brennen. Und dann können wir das mit der Zange nämlich rausnehmen. Genau, hier weiß ich auch, dass hier die Spirale hin kann. Die führt nämlich jetzt da rein.
Aber ich weiß hier auch noch nicht, was man gerade Er destillieren ist mit kann. Wasser gefüllt. Ja, wir dürfen jetzt hier irgendwas destillieren. Weiß gerade nicht was. Also, Teigkümmel können wir nicht machen. Blub, 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 blub. Ja, die Höhen rauskriegen, das ist natürlich auch. Die Höhe der Kreuzung anderer signifikanter Standorte des nördlichen Plateaus unter alleiniger Zunahme des Nivelliergerätes ermitteln. Also da brauchen wir wohl noch so ein Gerät hier. Ich weiß nicht, ob wir das selber bauen können aus irgendwas. Keine Ahnung, auch eine komische Aufgabe. Ja, dann können wir den Brennofen irgendwie weiß streichen. Aber, ja, brauchen wir auch wieder Kalk. Kalk zunächst wässern. Ja, da sind wir dann schon wieder ganz hinten. Wo war denn das mit dem Destillieren? Buch der Herausforderung, das ist der Anfang. Glas für Flaschenfenster für unser Granithaus herstellen, ein sein Notizbuch, Rindenpapier. Ich weiß nicht, was hier destilliert werden soll. Wenn wir unseren Kalk hätten, könnten wir Glas machen. Ich wüsste sogar wo. Und zwar an diesem Behälter hinten auf der anderen Seite der Insel, wo ich immer dachte, damit kann man irgendwie noch Essen oder so machen. Ich glaube, damit können wir dann unser Glas machen. Aber auch das ist gerade. Ach, das ist doch. Ich werde jetzt. Ich will wissen, wie ich meinen Kalk kriege. Das macht mich echt wahnsinnig. Das macht mich wahnsinnig, dass ich hier nicht rankomme an das Zeug. Ich meine, wenn ich nichts einfach mal wild ausprobiere, dann. Was ist denn mal logisch? Wie ich was. Für mich ist logisch, dass da oben was gemacht werden muss. Aber vielleicht muss irgendwas noch besorgt oder kombiniert werden, damit Jepp das da oben auch wirklich reinschmeißen kann. Wenn wir mal die Holzkohle wegnehmen, dann lasse ich ja Jepp mal nochmal selber hoch. Geh mal hoch. Denn da lässt sich doch was mitmachen. Nee, die Holzkohle ist es definitiv nicht. Ich habe keine Ahnung, was man hier rein tun könnte. Oder überhaupt. Das weiß ich nicht. Holz ist es auch nicht. Die Sachen habe ich auch schon ausprobiert, das weiß ich. Benzin vielleicht, irgendwie den Rest. Aber das macht für mich auch keinen Sinn. Ich weiß es nicht. Deshalb auch eine Tonflasche. Ölpalmfrüchte. Wir haben ja viele schöne Dinge, aber es macht ja auch nicht Sinn gerade leider. Was soll denn da rauskommen? Hier das eklige Knochenmark. Nee, ich gucke jetzt noch mal eben nach, was ich tun soll. Ich will meinen Kalk haben erst, dann weiß ich, was ich weiter tun könnte. Und ich kann mir nämlich auch vorstellen, wenn wir die Pastete oder den Kuchen oder was auch immer hinkriegen, was ja auch nur mit dem Honig gerade geht, dann könnte ich, das ist nur eine Idee, ich weiß nicht, ob das klappt, diesem bösen Affen das anbieten. Vielleicht isst er das ja und lässt dann irgendwie Amber in Ruhe oder so. Ich schaue nochmal eben nach. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und jetzt habe ich mich hier tatsächlich mal schlau gemacht. Es ist immer ein bisschen schwierig, diese Stellen rauszufinden, wo man gerade hakt, weil jeder spielt anders und in Lösungen, da sieht man dann so viel, was man gar nicht sehen will. Aber ich gebe mir immer Mühe, halt auch so viel nur rauszubekommen, was ich gerade wirklich wissen will und wo ich keine Ahnung habe. Und es ist richtig, dass ich hier später was reinwerfe und meinen Kalk kriege. Diese gewisse Zutat, die ich jetzt mal nicht erwähne, die finden wir aber erst später. Da kann ich mich also dusselig denken. Deswegen gehe ich jetzt mal erstmal zu Mina Wie zurück. geht's meinem kleinen Teufel? Wir tun uns mal. Ach, jetzt habe ich das ausgewählt. Das ist ja so. Komm her und lass dir die Ohren kraulen, Kleiner. So. Jetzt gehen wir mal erstmal nochmal zusammen. Weg hier, weil jetzt möchte ich nochmal an die andere Stelle. Denn die Frage ist ja immer, was kann ich dann tun? Hier kam mir auch noch die Idee.
Pack das doch mal bitte weg hier. Hier kam mir noch die Idee, die Blumen zu destillieren. Das geht sogar. Das ist ja geil. Aber eigentlich soll man da was anderes destillieren, habe ich gelesen. Aber jetzt will ich mal wissen, was ich hier kriege. Kann ich mir jetzt ein Parfüm machen? Ein Behälter natürlich. Ja klar, habe ich. Was? Parfüm und Vase. Parfüm? Kann ich ihn jetzt einparfümieren? Ich gebe diesem neuen Duft den Namen Mysterious Island. Mina hat jetzt Parfüm, aber das ist bestimmt noch wichtig später für irgendwas, kann ich mir vorstellen. Das ist schon mal super, aber eigentlich soll man jetzt hier die Früchte oder so, die nicht. Daraus habe ich jetzt Parfüm gemacht, kann ich jetzt die blaue Frucht da reinpatschen, nicht? Eine andere? Die hier? Nee. Warum nicht? Soll man angeblich, wenn ich das richtig verstanden hatte? Und wenn ich die mal zusammenpacke, die blauen und roten, aber ich glaube, das geht nicht, ne? Nee. Warum packst du das da jetzt nicht rein? Ist dir mit dem Ding jetzt alles okay? Er ist mit Wasser gefüllt. Ja. Da ist noch alles okay mit. Ich muss nur das Richtige reintun. Die Ölpalmfrüchte direkt? Nein. Nein, möchtest du auch nicht. Nein. Okay, die hier vielleicht? Hä? Dann bin ich jetzt irritiert. Ich dachte, man sollte das. Hatte ich irgendwie quer gelesen. Vielleicht sind das ja noch nicht die richtigen Früchte, die ich habe, aber wir haben ja jetzt die schon eigentlich. Also es ist ja schon ziemlich gut. Ach so, ja. Warte. Und dann hatte ich ja noch hier bei den Dokumenten das letzte Mal gesagt, wo ist dieses Bild? Da, wo das Bild kommt. Genau, dass ich das ja hier nachbauen könnte. Und, genau, wie bekommt jemand Harbert, der mit diesem Problem aus einem einfachen Rechteck einem Lot so clever umgegangen ist? Jetzt hatte ich dann noch im Inventar, das müsste doch gehen, das Ding hier. Und das kann man wohl kombinieren mit dem Gewicht. Und dann hat man dieses Ding gebaut oder so. Das Nivelliergerät, genau. Und das will ich jetzt ausprobieren. Wo kann ich das denn immer? Egal wo. Bewege die Maus vertikal und halte dabei die linke Maustaste gedrückt, um die Höhe zu übertragen. Ach so. Dann weiß ich nicht. Wo geht man denn da am besten mal hin? Eher an einen höheren Platz auch gerade? Oder? Ne, wo sind wir doch hier? Guck mal, ich halte das jetzt hier mal rauf. Passiert dann irgendwas? Aha. Muss ich hier dann irgendwie... Was muss ich denn machen hier? Muss ich das irgendwie festhalten? Finde ich jetzt was? Das irritiert mich jetzt gerade. Da muss man doch was tun können noch, oder? Und wenn wir uns hier hinstellen... Hier bei diesem Ding. Um die Höhe zu übertragen. Ich finde das toll, dass wir das jetzt hier geschafft haben, aber... Aber ich rall noch nicht ganz... wie ich das mache. Wie ich denn diese Höhe übertrage. Hier ist unser Mast, den wir hingestellt haben. Das ist ja auch schon mal cool. Also wir sehen ja oben an diesem Nivelliergerät auch, wie es sich verändert hier oben links. Aber das... weiß ich nicht, muss es in der Mitte sein? Wie
Wie kann ich denn das festhalten? Die Höhe. Das check ich noch nicht, aber fahren wir im nächsten Part vielleicht und vielleicht auch nicht bei Return to Mysterious Island 2. Bis dann!